befinden uns heute hier in Kammerbach bei der Fußballschule Michael Rummenigge. Wir haben hier 117 Kinder und spielen heute, wie man im Hintergrund sehen kann, die Mini-WM. Wir haben drei erfolgreiche Tage hinter uns, wo die Kinder von Taktik, von Überdribbling finden, allerlei neue Dinge beim Fußballspielen kennengelernt haben mit einem hervorragenden Trainerteam. Dazu kann der Leiter der Fußballschule Michael Rummenigge einiges dazu sagen. Ja, wir fühlen uns wohl zum zweiten Mal hier beim TSG Kammerbach zu sein mit unserer Fußballschule. Das ist dieses Jahr auch unsere größte Fußballschule mit 117 Kindern, die wir hier haben. Die letzten drei Tage haben wir unser Programm hier wunderbar durchgebracht. Wir haben 7 Trainer hier vor Ort, das ist unsere Stammbesetzung. In diesem Jahr hatten wir auch wieder Kerstin Stegemann dabei, zweifache Weltmeisterin, weil wir ca. 30 Mädchen hier auch vor Ort haben. Und das ist einfach eine wunderbare Anlage hier. Wir werden wunderbar unterstützt vom Verein. Also wir fühlen uns rundum wohl hier in Kammerbach und die Kinder haben einiges gelernt. Heute der Abschluss Mini-WM, man sieht das auch hier im Hintergrund. Also von daher, das Wetter spielt auch immer noch mit und selbst wenn es mal ein bisschen regnet, wir sind alle nicht aus Zucker. Ja, guten Morgen zusammen. Oh, das war schon viel besser als gestern, aber das können wir ja noch viel besser, oder? Sehr gut. Also, schön. Seid ihr alle fit? Ja! Das ist auch gut. Keiner verletzt? Ja, dann können wir ja heute unsere Mini-WM durchführen. Ja! Und da stelle ich mal die Frage an euch, wer war denn unter den letzten 4? Weil waren die ersten 4 bei der letzten Weltmeisterschaft 2010. Wer war da drin? Wer ist Weltmeister? Ja, lauter, lauter. Wer ist Vize-Weltmeister? Wer ist Dritter geworden? Und Vierter? Genau. Ja, und genau in dieser Konstellation der ersten 4 bei der WM 2010 in Südafrika werden wir gleich unsere Mannschaft bilden, die wir gerade gesagt haben. Ja. Bevor wir das machen, müssen wir uns noch ein bisschen warm machen und noch mal schauen, was ihr in den letzten Tagen alles bei uns gelernt habt. Denn wir haben ja jede Übung mit Ball gemacht. Und da kann man sich mit dem Ball ja auch sehr, sehr gut warm machen. Denn Fußball ist ja auch ein Spiel, wo man das Gehirn einsetzen muss und auch nachdenken muss. Und da werden wir einfach mal euch abfragen, welche Übungen wir gemacht haben mit euch. Alle Torhüter treffen sich gleich, wenn ich fertig bin, da vorne im Tor. Der Andi hat da schon ein bisschen was aufgebaut. Und dann macht er das Roman Weidenfellner Deutsche Meister Gedächtnistraining mit euch. Also ihr Lieben, wir gehen alle in unsere Gruppe. Jeder nimmt seinen Ball. Die Trainer kommen und dann werden wir das mit euch machen. Also, vielen Dank. Platz, Uruguay. Diesmal nur dritte Spanien. Ich kann nicht klatschen. Zweite Deutschland. Und Mini-Weltmeister Holland übergeben von der Weltmeisterin, Doppel-Weltmeisterin Kerstin Stegemann. Wo ist der Spielführer? Torwart. Jetzt hat sie den ganz schön. Herzlichen Glückwunsch. Und noch Applaus.
können. Ja, ihr Lieben, drei Tage Fußballschule Michael Rummenigge in Kammerbach. Das hat uns wieder gut gefallen mit euch. Hat es euch auch gefallen? Ja! Ich habe gar nichts gehört. Ich habe Wollen wir wiederkommen? Ja! Also gut, dann werden wir uns das mal einfallen lassen.